22.45 Uhr wurde die Feuerwehr Brockdorf sowie gleichzeitig auch der Gefahrgutzug des Landkreises Vechta hier zum Motorpark nach Lohne alarmiert. Bei Rangierarbeiten ist einem Lkw-Fahrer aufgefallen, dass aus seinem Container eine unbekannte Flüssigkeit ausläuft. Diese wird zurzeit von mehreren Trupps unter Chemikalien-Schutzanzügen erkundet. Ja, dieser Lkw hat eine orangene Warntafel ohne Kennzeichnung, das bedeutet Stückgut. Das bedeutet wiederum, dass er mehrere verschiedene Stoffe in kleineren Behältnissen, größeren Behältnissen, aber auf jeden Fall mehrere Gefahrgutkartons oder Behälter geladen hat. Und dementsprechend müssen wir, um nur mal sicher zu gehen, weitestgehend erkunden, dass wir auch sicher gehen können, dass keine Gefahr weiterhin besteht. Der Einsatz ist recht gefährlich. Aus diesem Grund ist natürlich auch so, dass die Kameraden einen Chemikalien-Schutzanzug anziehen und sich vor den eventuellen Gefahren schützen. Deswegen gibt es auch einen weiträumigen Absperrbereich. Angrenzende Gastronomien hier direkt im Motorpark wurden vorsorglich evakuiert, um weiteren Gefährdungsbereichen vorzubeugen. Ein Stapler einer benachbarten Firma uns zur Verfügung gestellt wurde. Dieser wird durch einen Feuerwehrmann besetzt, der natürlich auch geschützt ist. Und es wird jetzt nach und nach dieser Container abgeladen, um dann zu ermitteln, welcher Behälter beschädigt ist und um welchen Stoff es sich jetzt wirklich genau handelt. Der Gefahrgutzug gliedert sich aus mehreren Feuerwehren im Landkreis Vechta, verschiedene Bereiche, unter anderem Personal, Messzug, Feuerwehr Dinklage, Vechta, Langförden, Barkum, Lohne, sind mehrere Feuerwehren hier vertreten. Also wir sprechen hier schon von einer hohen Anzahl an Einsatzkräften, auch vom Malteser Rettungsdienst, die Einsatzkräfte absichern, falls doch mal etwas passiert. Also die Feuerwehr ist hier schon zahlreich vertreten. Es sind Evakuierungsmaßnahmen gelaufen, die haben aber nur angrenzende Restaurants, die direkt im Motorpark sind, betroffen. Autobahn oder etc. wird nicht gesperrt oder für Evakuierung, Abschirmmaßnahmen ist das nicht vorgesehen. Erstens, die Windrichtung passt, spielt uns in den Einsatz passend hinein. Und zudem ist auch erstmal nicht so eine große Gefahr von dem Stoff auszugehen. Also es ist so, dass auch zeitgleich mit dem Einsatzleitwagen 2 des Landkreises Vechta die Drohnengruppe alarmiert wird. Die wurde vor kurzem in Dienst gestellt, hat eine sehr umfangreiche Technik an Bord, die Drohne. Und anhand dieser Technik oder mit dieser Technik können wir noch besser erkunden. Wir können Luftaufnahmen machen, Ausbreitungswege des Gefahrstoffes. Wir können mit der Drohne, ohne dass Personal eingesetzt werden muss, relativ dicht dran, nah ranzoomen und so eventuelle Stoffe auch so herausfinden. Man hat Proben entnommen, die haben erstmal so nichts ergeben. Von daher bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als den Lkw zu entladen und dann nachzuschauen, welcher Container oder welcher Behälter betroffen ist und um was für einen Stoff es sich genau handelt. Der Gefahrgutzug ist so ausgestattet, dass er vor Ort anhand von diversen pH-Werten und Prüfröhrchen feststellen kann, in welche Kategorie dieser Gefahrstoff eventuell fällt. Und erstmal war er so unauffällig, dass er nicht schlagartig irgendwo aufgesprungen ist bei diversen Gefahrstoffen. Von daher bleibt uns, wie gesagt, nur die Möglichkeit, diesen Lkw mit einem Stapler zu entladen und dementsprechend dann zu erkunden, was genau für einen Stoff betroffen ist.